Dreckiger Lutscher, ey. Oh Mann. Ja, dann lauf erstmal ein Stück. Das ist doch jetzt blöd gelaufen. Der will direkt ankommen, alles klar. Hä? Was denn? Warum ging das jetzt so schnell? Weil das hier keine Bullen sind mit so einem Kreis, weißt du? Oh, ich hasse dieses Spiel. Dann wird das nochmal richtig spaßig wieder beim Synchronisieren, ey. Das Spiel hat uns schon wieder rausgeworfen. Und das Spiel hat sich geschlossen. Was will uns das Spiel jetzt sagen? Nee, Excel hat sich geöffnet. Excel hat sich geöffnet. Warum? Weiß ich nicht. Hallo? Weiter. Danke, Spiel. So, jetzt. Okay. Wunderbar. Ich wollte mir nämlich einen Wagen holen. Und vielleicht auch nochmal den Waffentypi, weil da läuft mit der Sniper mit 3 Schuss rum, die nichts kann. Vollkommen richtig. Ich hab zu viel Geld bei mir. Zu viel Geld. Nein. Hält sie in Grenzen, ne? Mit 1140. Vollkommen richtig. So, mach auf. So, einmal P, einmal. So, jetzt guck. Bei den Schrotflinten. Bei den Schrotflinten ist eine neue Waffe. Ist es das? Ja, und? Was bringen uns die? Ich spiele nicht mit Shotgun. Ja, in der Tat. In der Tat. Aber hier war ja auch nichts weiter, ne? Nee. Die war das. Ach, die war das. Das ist die, die wir bekommen haben von ihr. Nee, die will ich nicht. Die ist scheiße. Ist die schlechter als die? Nee. Achso, ich habe auch die falsche ausgewählt. Ich habe mich schon gewundert. Achso, der zählt immer noch die Sniper. Okay, das sind 18. Hier sind 14. Ja, die ist schlechter. Ja, wahrscheinlich hat die einfach nochmal eine höhere Feuerrate. Aber das ist ja auch egal. Nee, die ist komplett gleich. Oh lol, die ist sekundär. Ja, ja. Okay, wollen wir einfach so bleiben? Das ist natürlich auch sexy. Ja, aber dann kannst du auch eine Laute gehen auf Primär. Vielleicht doch eine große Sniper dann oder so. Okay. Die ganz dicke da. Ja. Genau die. Okay. Die ist wenigstens immer One-Shot. So. Genau, einmal hier drücken. Schnauze hast da. Hast du jetzt einen fahrbareren Wagen geholt? Ja. Na, ja, das ist auch schön. So. Dann liefere ich jetzt hier nochmal die Sachen ab. Und dann muss ich nur noch den einen machen, ne? Korrekt. Alter. Ich weiß echt nicht, was du heute mit den Autos machst, ne? Aber auf jeden Fall fliegen sie ganz schön gut durch die Luft. Fest. Ja, aber es liegt ja auch im Gebiet. Da sind viele kleine Hubbels und so weiter. Ach so. Ja. Ach so. Ja. Das Bayou war ja nicht genauso. Nein. Es war anders. Das war okay. Das Skill. Da steht No Pack. Ja, deswegen habe ich ja davor geparkt. Die alles Sinn. Ne? Auch schön, wie er immer noch nicht aufgeräumt hat. Also seine Frau sitzt jetzt im Stuhl. Und fächert sich Luft zu. Dachte, sie wären längst über alle Berge. Ich habe Fahrscheine für den 2-Uhr-Zug mit unseren Namen drauf. Falschen Namen natürlich. Aber sie werden aussagen. Wenn ich mir dann nicht für den Rest meines Lebens über die Schulter schauen muss, dann... Dann sage ich aus. Passen Sie gut auf Sie auf. Alles klar, damit wäre das auch schon geregelt. Das geht jetzt weg. Ja, nein, doch, ja. Okay. Also zum letzten hin. Würde ich mal ganz lässig sagen. Yes. Und jetzt stehen wir da. Im richtigen Parkplatz, so wie es sein muss, ne? Ja, guck, habe ich doch richtig geparkt. Siehst du doch. Stand doch alles richtig. In weiß sah der Wagen ja eben komisch aus. Ja, das stimmt. Du so. Möchtest auch nicht über diese Rampen springen, ne? Nö. Warum denn? Weil du lieber in Autos reinfährst. Vollkommen richtig. Oder über die Rampe überspringen. Nö. Oder hier durch nichts fahren. Ja, das will ich. Ah. So, da sind wir, Freundele. Okay, durch die Tür kommst du nicht.
Er hatte eben schon wieder so halbautomatisches Laufen, das war ganz komisch. Ja. Shit, fuck up. Das Geld ist im Nebenraum. Ein Raum weiter. Du kannst auch V drücken. Und da liegt sogar noch ein Zettel. Da. Okay. Oh, spannend. Ich wollte gerade sagen, hä, liegt da eine Waffe drin? Das sah voll so aus. Oh lol, ich hab's eben voll übersehen. What the fuck? Sie gehören zu diesem Levo? Slims verkackte Kumpel im Revier wollen für ihn einen ganzen Haufen Unterlagen verschwinden lassen. Lass mich raten. Unterlagen, die Slim den Kopf kosten könnten. Mein Mann, Bobby, hat im Polizeiarchiv gearbeitet. Als Slim aufflog, hörte Bobby, wie einer der Hilfs-Sheriffs, Tupelo, davon redete, alle möglichen Akten zu verbrennen. Unterlagen über den ganzen Scheiß, in den das Revier verstrickt war. Tupelo fand heraus, dass Bobby davon wusste und hat ihn umgebracht. Bobby war ein guter Mann. Wo steckt Tupelo jetzt? Landry's Bar. Sie sollten wissen, dass dort die Southern Union rumhängt. Ganz ruhig. Ich sorge dafür, dass Bobby Gerechtigkeit widerfährt. Gerechtigkeit will ich gar nicht, mein Junge. Okay, gut. Das heißt, Southern Union und Bullen töten. Jo, yippie. Das ist doch mal spaßig. Aber es hört sich an, als wäre das irgendwo drin. Das ist ganz schön scheiße für unsere Sniper. Ah, das passt schon. Das passt. Man muss halt über die Brücke fahren, kann sich aber nicht querfeld ein. Leider, leider. Jo, so ist das wohl. Mit dem Wagen kann man überall so schön driften, ne? Ja. Das stimmt. Okay, vielleicht kann man doch snipen. Ich würde tatsächlich von der Flussseite hier das ausmachen. Also nochmal ein bisschen zurückfahren, weißt du? Erstmal hole ich mal die Sniper raus. Alter, wie kann ich das wegmachen? Gar nicht. Ich weiß nicht, ob das Gegner waren. Ich auch nicht. Also, wenn du weiter nach links gehst, dann hattest du da einen viel besseren Blick drauf. Das ist ein Kopf. Also, irgendjemand hast du definitiv getroffen. Also, kann ich nicht irgendwie, habe ich nicht ein Fernglas oder so? Scheiße, ich schwimm rüber. Ich dauere mir zu lang, wenn ich da fahre. Echt? Wärst du gefahren, wärst du definitiv schneller als jetzt zu schwimmen. Das geht. Das dauert nicht so lang. Also du kannst tatsächlich, glaube ich, auch ganz gut mit der Sniper rumlaufen, wenn du sie ohne Zielfernrohr zu gehen, ja, weil die halt immer One-Shot ist, ne? Außer du schießt sie in den Fuß. Schon sagen, hä, wie, jetzt komme ich hier nicht hoch, oder bist? Ich glaube, du hast die vorne Zivi erschossen. Warum ist der hier tot? Mensch. Mensch, du. So, mach doch erstmal alle einen Abgang hier. So geil, ne? Okay, alle raus hier. Noch irgendwas hier. Junge, was geht? Beide Feinde? Ja. Nice. Mag die Waffe. Ich schieß halt ultra schnell, ne? Ja. Auch relativ präzise. Ja, ich dachte, ich kann die auch irgendwie so aufhauen. Nee, das kannst du ja nur mit Türen machen, die zu sind. Ja, schießen? Ja, ich wusste nicht, ob es ein Feind ist. Ich hol mir mal kurz was. Ja, das ist vielleicht ganz praktisch. Ich dachte gerade, ich hätte noch eigentlich einen. Nee. Okay. Hier liegt noch was, was ich mitnehme. Du hast übrigens nur noch 20 Schuss. Ich würde mal die Sniper in die Hand nehmen vielleicht. Das klingt ganz gut, du. So, schieß einfach dann gleich aus der Hüfte und mach die fertig. Oh, das geht runter. Yes. Feind, nicht Feind. Doch, Feind. Was haben wir denn hier? Kommt her, ich sehe ihn! Heftig hier mal!
Das war, glaube ich, kein Feind. Ah, egal. Ach so, er schießt um Ecken, oder? Er schießt um Ecken, oder was? Warum auch nicht? 20 Schuss im Magazin übrigens, also. Ja, ja. Echt? Hab ich gar nicht mitbekommen, du. Warum, wie siehst du immer an? Warum nicht? Ja, so Hüfte ist doch viel easier. Ich würde das, so, würd das Grün viel zu sehr nerven, ey. Nö, das geht. Wenn mir jetzt sagen, wo diese Dokumente sind, tut mir leid. Die brennende Scheiß draußen auf der alten Miller Farm. Ist schon zu spät für euch. Scheiß Bäume. Schön, schnell. Du, ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Ich glaube, ich werde davon alles retten, du. Geht man mal von aus, ne? So. Ups. Nein. Wo ist der Wagen von uns? Den hast du da hinten stehen lassen, das heißt, der ist immer noch weg. Okay, dann. Den hatten wir auch lange nicht mehr. Oder geht das jetzt wieder nicht? Doch. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Von wo kommt der? Okay. So. Mein Satz heißt, danke. Ich weiß, dass du schätzt. Der sieht halt ganz geil aus, ist aber halt echt nicht so schnell, ne? Ja, egal. Wie man merkt. Passt doch. Wo passiert denn da jetzt was? Wenn du direkt dran vorbeifährst und der Bullen längs fahren. Und sonst passiert da gar nichts. Richtig. Die Dinger können quasi dich nicht killen. Das ist so bescheuert. Ich will auch wenigstens die Animation mal sehen. Naja. Dann wahrscheinlich halt soll man die extra nicht sehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Bei sehr vermutlich. Wir haben übrigens immer noch nur 18 Schuss, ne? Du musst halt wieder ja, mit das machen. Ja, kein Problem. War ganz easy. Es sind ja nicht viele hier. Echt? Wo ist die Verfolgung? Kannst du durchschießen, glaube ich. Ich brauche mal was anderes. Eine Shotgun? Eine Shotgun? Ja, besser als nichts, du. Mit Steuerung kannst du dich halt auch immer noch überall hintersetzen, ne? Oder sterben. Ich schaff das. Kann ich da jetzt nicht hoch oder was? Achso. Nein, ich muss unbedingt leer drücken. Bitch. Stirb. Das war geil, das haben wir auch noch nicht gemacht, ey. Was versucht der Verdächtige? Hab ich gerade nicht verstanden. So. Noch irgendwas hier? Nö. Was ist denn da oben? Ja, scheiße, das ist Geld. Echt? Ja. Egal. Ich will das Geld, du. Aber wie komme ich da hoch? Da. Über die Leiter da drüben. Vermutlich. So, da unten war doch noch eben irgendwo Leben. Nee, da unten ist auch das Missionsziel. Pass auf, da kommt gleich einer auf dich zu. Er wird an mir vorbei müssen, um euch zu kriegen. Echt? Wo war das Problem? Lass mich raten, ich muss den einfach nur stehlen, ne? Korrekt. Ah, das geht ja alles noch. Und jetzt schön abhauen. Yay. Yeah. Erstmal den alten Wagen fahren. Vielleicht einmal C drücken.
okay, ich dachte gerade, unten wäre Wasser. Ja, das habe ich auch so gedacht. So, oh shit. Erstmal nichts sagen. Dann folg mal dem Weg. Ja, ein bisschen so übers Gelände, das passt schon. Oder auch nicht. Ich habe die nur verwirrt, deswegen. Das war der Sinn dahinter. Ja. Der Wagen ist so langsam, ne? Der Wagen ist ultra langsam. Puh! Aber naja, egal. So. Muss ich ihn bestimmt irgendwo hinfahren, oder? Ja, dann nach hinten rein. Einmal rumherum. Das kann ich nicht kaputt machen, ne? Doch. Oder doch? So. Muss da reinfahren. Shit. Nee, das war automatisch. Ich wollte nämlich gerade auch sagen, hä, muss ich nur weiterfahren? Aber anscheinend... Da muss ich wieder von vorne rein. Oh, krass. Krass, damit habe ich nicht gerechnet. Don't know, du. So, Nach oben. Okay. Warum ist da... Was ist das für ein Raum? Wo komme ich hier raus? Gar nicht. Also halt echt gar nicht. Das ist einfach nur das Lager hinten. Wow. Das ist kein Sinn und Zweck erfüllt. Ist das bescheuert. So. Hier doch aber. So, das und das und das. Jetzt rufen wir erstmal. Le Bon, das Sheriff's Department wollte seine Beweise vernichten. Und du hast sie gestoppt. Schick jemanden vorbei. Der ganze Kram ist in einem Truck hinter dem Bodyshop. Abgeschlossen. Sehr schön. Oh ja. Okay, wo ist denn das jetzt? Ah, egal. So, besorgte Bürger. Abgeschlossen. Ich rede jetzt mit der Stimme. Oh, müssen wieder ganz rausfahren aus dem Gebiet. Ja gut, aber das geht ja eigentlich relativ schnell. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man da ja mal schön abkürzen kann, ne? Genau. Welchen wollen wir denn jetzt sehen? Nimm mal den, nein, einen weiter. Den? Ja. Den haben wir auch schon lange nicht mehr. Das war unser Wagen immer ganz vom Anfang. Stimme ich dir zu. Das sieht schon ziemlich sexy aus. Yes. Ich wusste aber nicht mehr, dass wir ihn gelb gemacht haben. Ich auch nicht. Der sieht irgendwie so kurz aus. Der ist halt nur so knappe 3 Meter lang irgendwie. Ja. Aber er hört sich richtig eklig an. Ja, irgendwie, ne? So wie so aufgezogen und losgelassen. Hört sich an wie ein Staubsauger. Ja. Naja, naja, naja. Siehst du, hinter dir hörst du es dann fallen. Ja, aber ich will's sehen. Nee, das gibt's nicht. Das ist scheiße. Ich will jetzt einmal komplett den Weg außen rumfahren. Das ist natürlich ziemlich schwul. Da hab ich nicht aufgepasst. Bisschen weit geslidet. Ein wenig. Wir genießen nochmal die Musik im Hintergrund. Und diesen hässlichen Motorsound. Boah, das Lied ist so cool. Wo lief das nochmal ganz zum Schluss, ne, lief das? Oder? Ich habe keine Ahnung. Oder ganz am Anfang. Aber kann auch sein, ganz am Schluss. Das war auf jeden Fall so ein ziemlich epischen Moment. Mhm. Da musst du ja nicht rein, ne? Nee. Okay. Kann ich hier runterspringen, ja, ne? Kannst du einfach über den Berg springen. Geil. Easy. So macht man das. So muss das. So. So, dann sind wir zurück im Bayou. Mal gucken, ob wir dann auch was machen können als Aufträge oder ob es das denn jetzt war. Das ist eine ganz schön gute Frage. Ja, da stimme ich dir zu. Und da habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Korrekt. Naja, passt. Vor allem sind ist unser Gras bestimmt gewachsen. Oh, stimmt, das Gras. So, aber erstmal reden wir jetzt mit der Stimme. Die beiden Bodyguards da draußen sind halt auch so geil. Oh ja. Hey, dank dir bleibt Slim Bowman da, wo er hingehört. In einer Zelle.
Haben Sie was von den Leuten gehört? Irma, diesem Prediger, Remus? Irma und Remus sind unter dem Schutz der Bewegung weggegangen. Jeremiah ist geblieben. Er predigt noch immer. Gut gemacht. Ach, und Grüße von Roxy. Sie sagt, du schuldest ihr einen Brief? Seid ihr zwei Brieffreunde? Das ist mein Stichwort. Ich muss los. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Lavon. Okay. Die lokale Berichterstattung von der Verhaftung und Verurteilung von Sheriff Walter Beaumont wurde bald landesweit von allen Medien aufgegriffen. Sehen Sie, Beaumont nannte Namen. Er belastete über ein Dutzend Mitverschwörer im Sheriff's Department von Sinclair Parish und enttarnte Mitglieder der rassistischen Southern Union. Einige waren Politiker und bekleideten hohe Ämter. Beaumont akzeptierte in seinem Prozess eine Verurteilung zu 15 Jahren Gefängnis. Er saß 12 davon ab, meist in Einzelhaft zu seiner eigenen Sicherheit. Und 1989 wurde er in der Auffahrt zu seinem Haus erschossen. Es fand sich kein Verdächtiger und niemand wurde angeklagt. Das ist natürlich schade. Ja, kann man gar nichts machen, Mensch. Ja. Okay, können wir jetzt noch was... Nee, das war's. Sehr gut, dann würde ich sagen, gucken wir noch einmal zum Gras. Das ist natürlich sehr wichtig. Definitiv. Aber im Großen und Ganzen war das DLC. Ich glaube ja, ne? Faster, Baby. Dürfte jetzt die Geschichte zu Ende sein. Oh ja. Mach's dir bequem, Steps. Aus dem zarten Pflänzchen ist... Muss hinten zur Werkbank, glaube ich. Der Busch geworden. Bald können wir ernten. Bald können wir ernten, hat er gesagt. Okay, kann ich noch mehr machen? Nee, ne? Nee. Gehen wir zurück? Ja, guck mal hier nochmal rum. Achso, du meinst das. Ja, okay, aber wir sind noch nicht Stufe 2. Ich denke, wir sind erst Stufe 2, wenn wir einmal geerntet haben. Vermutlich. Ja, gut, aber... Ja, müssen wir jetzt halt echt noch warten? Nein, ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle und freuen uns auf die kommenden DLCs. Oh ja. Yes. Es sind ja noch 2 oder 3 angekündigt. Ja, mal gucken, was da noch alles so kommt, ne? Genau. Wenn die so gut werden, dann habe ich da auf jeden Fall Bock drauf. Genau, ich freue mich auch drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Projekt oder bei den neuen DLCs, wenn die mal rauskommen. Haut rein, bis dann und ciao.